Die erste Nacht, also die ersten Nächte, muss man auch sagen, waren arschkalt. Ja gut, wenn es überall nass draußen ist, das zieht natürlich, ne? Wenn es regnet, ist es wenigstens bewölkt, dann ist es, wenn es bewölkt ist, kühlt es nicht so aus über Nacht auch. Muss man auch sehen. Ja gut. Aber es war trotzdem echt zapfig. Und dann haben wir auch immer gesagt, so, ja, wir haben gleich im Schlafanzug geschlafen, also direkt mit Klamotten in den Schlafsack geklettert praktisch. Ja, das muss dann aber auch sein, bevor du dir da im Auto was wegholst. Ja. Vor allem, wenn du im Urlaub bist, hast du keinen Bock, da noch krank durch die Gegend zu eiern. Nee, vor allem, wenn du auch noch dauernd unterwegs bist. Also wenn du jetzt irgendwo im Hotel bist oder so und wenigstens die ganze Zeit pennen kannst, dann geht das ja noch. Wo ich sagen muss, auch so Hotelurlaube finde ich jetzt nicht so cool. Ja, alles Geschmackssache, also. Ja, so dieses, so, ich bin am Hotel, dann nach dem Ausschlafen gehe ich dann hier zum Strand, dann lege ich mich da an den Strand, 5 Stunden, dann gehe ich wieder ins Hotel und gehe wieder schlafen. Ja, aber das ist einfach eine große, große Geschmacksfrage, was man eben mag. Also ja, ich bin jetzt auch nicht so der Hotelurlaub, hab zwar schon viele gemacht letztendlich. Aber gut, was wollen wir machen, wenn die Eltern sagen, ne, wir fahren jetzt hier hin, dann fährt man eben mit. Ja, was hat man sonst für eine andere Wahl, ne? Richtig. Eltern, aber ich finde so Selbstverpflegungsurlaub ziemlich geil. Also jetzt muss nicht unbedingt so durch die Gegend fahren sein, aber hier so ein Häusle in Schweden beispielsweise mieten oder sowas in die Richtung. Und dann da schön im Haus rumgammeln und sich die Gegend angucken und am besten noch einen schönen kleinen Tümpel oder einen See davor, wo man dann nochmal angeln gehen kann. So, das finde ich als Urlaub. Na, schön rumsitzen, chillen, Grill anschmeißen abends. So was mag ich. Angeln klingt auch nicht schlecht, ja. Ja, das ist vor allem. Habe ich auch noch nie gemacht. Nee, dann müssen wir mal zusammen Urlaub machen. Gehen wir mal zusammen angeln. Genau. Let's fish. Oh Gott. aber ich habe ja wiederum wirklich einen Angelschein und habe auch meine 3 Ruten daheim liegen. Als ich damals noch in Rostock lebte, war das allerdings auch kein Problem zu angeln, weil da war man recht schnell am Meer. Ich habe keinen Angelschein. Ne, und das war alles nicht so das Problem. Also gut, ich hatte jetzt viel Zeit mit meinem Vater zusammen verbracht, ne? Da kann ich jetzt viele Geschichten über meinen Vater erzählen. Ja, pass auf, was du erzählst. Ja, da passe ich schon auf, keine Sorge. Es kommt nichts darüber, was. Egal. Was in Spanien passiert, bleibt in Spanien. War das eure zweite Regel, oder was? Nein. Nach der drüben Bezeller? Nee. Da saßen überall so am Straßenrand, saßen überall so braun gebrannte Frauen aus so Plastikstühlen. Wir hatten gar keine Ahnung, worum es da bei denen ging. Das ist auch, selten irgendwie sowas. Ja. Das ist ein bisschen, die waren wirklich richtig braun gebrannt, ja. Da haben wir uns gedacht, so Mensch, die gehen zum Sonnen hierher, die haben's gut. Ja, Siesta und so, ne? Ja, Siesta. In Spanien, da geht das. Das ist alles ganz entspannt. Ja. Nee, auf alle Fälle, da war er auch irgendwann mal mit einem Bekannten im Urlaub, dann waren die da auf dem Hausboot auch. Und dann waren die da zum Angeln, ne? Da hat der irgendwie von der Batterie das Zeug weggenommen, hat die Enden ins Wasser gehalten, dann kamen die ganzen Fische hoch. Oh, das ist aber strikt verboten. Dann haben sie die Fische aus dem Wasser praktisch gepflückt und in Eimer reingeflaggt. Ja, das war damals DDR, das war da okay. Ja, das stimmt. In der DDR war alles anders. Die haben die da rausgepflückt, in den Wassereimer getan und irgendwann haben die dann wieder angefangen, wieder durch die Gegend zu schwimmen. Ja, Betäubung aufgehoben. Ja, passt. Ich könnte das auch nicht machen. Nee, das darfst du heutzutage nicht mehr. Es gibt ja auch ein Gesetz in Deutschland, dass Angeln mit Dynamit verboten ist. Leider. Das ist die beste Art zu angeln, die es eigentlich gibt. Ja, natürlich, aber ist eben verboten. Ja. Müssen wir uns leider dran halten, gerade weil halt das Angeln mit Dynamit jetzt nicht gerade unauffällig ist, möchte ich mal so sagen. Also ich habe zufällig da so ein Pech aber auch. Wie geil auch, schmeißt erstmal so eine Stange Dynamit ins Wasser, pum, kommen die ganzen Fische hoch. Oder pflückst du sie einfach nur noch von der Oberfläche. Ich finde hier Eisen, aber keine Diamanten, das ist voll asozial. Ja, das geht mir auch so. Und Reds. Ich bin gerade fast in Lava gesprungen. Hey, oh, ich habe einen Raum gefunden. Oh, hier war ich schon mal. Na, eigentlich wollen wir, also mal kurz, warum wir hier unten eigentlich sind. Wir wollen natürlich Diamanten haben. Ich drehe mich um und da sind Diamanten. Mensch, Jubi, Augen auf im Straßenverkehr. Also, wir wollen ja Diamanten haben, damit wir nachher im Nether einfach mal gut vorankommen.
Und damit wir nachher vor allem auch mal verzaubern können. Ich habe auch gerade noch wieder eine Verzauberung gefunden, nämlich Bann. Ich weiß zwar nicht, was Bann macht, aber... Wahrscheinlich gegen irgendwelche Geistergegner. Gibt's Geistergegner? Enderman? Ist gut gegen Endermans. Also ich weiß es nicht. Also Schärfe oder sowas wäre natürlich episch. Weiß ich auch nicht, was das bringt. Was bringt das? Na, das macht einfach mehr Damage. Also das... More Damage, please. Denke ich zumindest, und das klingt auch irgendwie logisch. Es schneidet besser durch Fleisch. Obwohl ein Schwert ja eigentlich eine Hiebwaffe ist, ne? Und keine Stichwaffe. Kommt jetzt drauf an, ja, aber kommt jetzt auch drauf an, gut, ja. Eigentlich ist es eine Hiebwaffe, ein Rapier oder sowas, das sind eher Stichwaffen. Ja. Deswegen ist die Schärfe, naja, gut, okay, die macht halt den Schlag aus, ne, beim Ziehen. Ja. Oh, was man aber, ja, du bringst mich vollkommen aus dem Konzept hier mit. Entschuldigung. Mit solchen klugen Sachen her. Ich meine Behauptung wieder. Ja. Ja, Schärfe, ne? Scharf. Genau, lecker scharf. Ich weiß nicht, vielleicht die Schauer. So, jetzt ist die Höhle hier irgendwie vorbei. Die Höhle ist aus. Höhle haben wir nicht mehr. Scheiße. Dann nehme ich jetzt Mine. Oder Geisterstoff. Ja. Ich weiß, es ist zwar total langweilig zum Zuschauen, aber ich prügel mich jetzt hier mal eben ein bisschen durch die Wand und wir gucken mal, ob wir vielleicht auf irgendwas stoßen. Huch, da ist ja Valas. Hallo. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gruselig, aber ist eben so. Wir haben ihn nun mal gefunden und den wird man so schnell nicht mehr los. Ich bin Wilfußpilz. Und ich bin mal wieder in meiner Meinung bestätigt worden, Beamten sind faule Schweine. Ach Quatsch. Die lassen bloß keine Pause ausfallen. Zum Beispiel. Die beiden Leute, mit denen ich unterwegs war, mein Vater und ein Bekannter von ihm, sind ja beides Beamten. Das sind schon faule Schweine, doch. Ja, mein Vater ist doch auch Beamter. Ich weiß schon, wovon du redest. Das ist ein Leben. No. Gut, der eine ist auch nur noch Teilzeit, aber egal. Das ist ja noch schlimmer. Teilzeitbeamter, ja. Teilzeitbeamter. Der hat es eigentlich geschafft. Also ganz ehrlich, das ist... Ja. Passt. Ja. Und der verdient wahrscheinlich trotzdem noch mehr als wir beide zusammen. Wahrscheinlich, ja. Als Teilzeitbeamter. Dann ist er Single. Das heißt, das passt auch. Ja, keine Frau zu versorgen. Beamten haben sowieso irgendwie so auch noch Vorzugsbehandlungen. Ja, natürlich. Deswegen sind sie ja Beamte. Ja. Warum werden Beamten eigentlich bevorzugt behandelt? Ich finde das voll unfair. Ja. Was leistet so ein Beamter, was jemand anders nicht leisten kann? Gut, er macht mir Urlaub und so. Und egal. Ich weiß es auch nicht. Sind halt staatliche Dienste. Wir lieben euch, liebe Beamte. Das musste ich jetzt sagen. Sonst kriegen wir Drohmails von Beamten so. Oh, genau. Wir werden euch finden. Ihr verratet unseren geheimen Kodex. Dann werden wir euch töten. Weil wir bei Fischen waren und Angeln und so, ne? Das erinnert mich an Simpsons. Messer rein, Gedärme raus. Ja, was die Simpsons angeht, gibt's ja mehrere geile Stellen, was Angeln betrifft. Gut, ich weiß nicht, da... Also im Simpsons-Film... Im Simpsons-Film war es wie bei euch, so, oder wieder bei deinem Vater so in etwa. Da hielt Homer dann bloß so einen Insektenbräter ins Wasser. Ah ja, irgendwie sowas, ja. Ich erinnere mich. Ich habe Kohle gefunden mal wieder. Ja, ich habe gerade mal wieder 2 Diamanten gefunden. Uhu. Ja, sehr froh, du findest immer einen Diamanten. Ich grab gerade direkt nach oben, direkt über meinem Kopf. Das ist immer voll die gute Idee. Ja. Da ist noch einer. Und noch einer. Ich hoffe, ich finde Lava. Yay, Hauptgewinn. Nein, ich habe natürlich keine Lava gefunden. Oh, keine Sorge, mir geht's gut, es brennt nicht. Und einmal hatten wir, von dem Platz muss ich erzählen, der war total cool, das war in Frankreich. Das war ein absolut räudiger Platz. Da sind wir reingefahren und da war da so eine wirklich, wie im Film, so eine Mülltonne, also so eine rostige Tonne und da qualmt es, da hat es so extrem rausgequalmt. Wir haben uns erst gedacht, so, ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Also ist das jetzt echt so ein Zigeuner Campingplatz oder sowas, ja? Ja. Wir haben uns da echt schon so Sorgen gemacht. Der Platz war auch, also das war so der räudigste Platz, auf dem wir auch waren.
Aber das ist so eine richtige, schöne, rauchende Tonne, ja, da ist so eine schöne Bronzetonne. Und am nächsten Morgen, als wir gefahren sind, haben wir da auch den einen Typen gesehen, der da irgendwie für den Müll oder so zuständig war. Der hat da den Abfall drin verbrannt. Oh, gut. Ja, ist okay, ne? So, ich habe jetzt hier auch gerade so eine blöde Mine gefunden, aber diese Minen sind eigentlich schlecht, ne? Weil da liegen eigentlich nie Diamanten drin. Es ist schwierig zu sehen, die sind unübersichtlich durch diese Stützpfosten, die da reingebaut sind, finde ich. Ja, das auch. Dann findest du meistens irgendwo so einen Gang, der voll mit Spinnenweben ist, wo so ein Spinnenspawner da am Ende steht. Ja. Was auch voll scheiße ist. Aber ich habe Melonenkerne gefunden, die wollten wir doch noch für unsere... Für unsere Farm haben. Da müssen wir noch Melonenfelder anbauen, scheiße, wo sollen die nur hin? Die hatten wir doch schon mal einkalkuliert, oder? Nein, ich glaube, da haben wir jetzt den Schuppen hingebaut, da wo wir die hin tun wollten. Achso. Ja. Glaube ich. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Sonst bauen wir ein Melonen-Gewächshaus. Melonen wachsen eher besser im Gewächshaus. Das stimmt. Wo waren wir denn eigentlich gerade? Jetzt habe ich mich gerade selber aus dem Konzept gebracht. Sehr gut, ich weiß auch nicht mehr. Es ging bestimmt gut. Irgendwas Negatives. Achso, entweder das. Nee, aber es ging um euren Campingplatz. Achso, um die räudige Bronzetonne. Ja. Genau. Das war super. Und auch das auch da auf der Toilette oder so. Also wir haben ja immer erstmal unseren Toiletten hier Checkgang gemacht, ne? Weiße Handschuhe raus und Hygienestreifen. Nee, nicht Hygienecheck, aber wie es so aussieht, so allgemein, ne? Kann man da auch mal zum großen Geschäft verrichten hingehen oder nicht? Und auf alle Fälle, dann auch mal so auf den Wasserhahn gedrückt, ne? So Wasser rauslassen. Erstmal kam es da mit einem arschgroßen Druck raus. Ja. Das war so leicht bräunlich war das schon irgendwie. Das war so ein bisschen. Gut, es hat nicht gestunken, ne? Also da kann man nichts sagen. Aber es muss ja auch nicht heißen, wenn es so bräunlich ist, dass es schlecht ist, ja. Es kann ja auch einfach nur ein bisschen, was weiß ich, hier abgefärbt sein vom Rohr oder sowas, vom Rost, also dass das Rohr ein bisschen rostig ist oder sowas. Ja, ja. Also es ist nichts Gesundheitsschädliches unbedingt, ne? Aber es war schon so ein bisschen so. Ja, kann ich mir vorstellen. So wenig wie möglich hier rein. Da haben wir uns am nächsten Tag auch aus dem Auto direkt Wasser mitgenommen zum Zähneputzen. Sollte man in solchen Gegenden das sowieso machen, oder? Also normal auf dem Campingplatz ist kein Problem, also. Okay. Bei Campingplätzen würde ich mir nicht so Sorgen machen. Und auf dem Rückweg waren wir noch am Gardasee. So eine Nacht. Ah ja, das ist doch auch schön. Italiano essen, schön lecker Italiano Pizza. Das ist so ein Klischee, oder man geht nach oder fährt nach Italien und was macht man als erstes? Eine Pizza essen. Aber die war echt saugeil, also das war echt Hammer. Ja, aber als ob einem irgendwie nichts anderes einfallen könnte. Ja, was würdest du denn in Italien essen? Weiß ich nicht. Irgendwie, die haben bestimmt ganz tolle, was weiß ich. Pasta-Restaurant. Es gibt bestimmt schon so ein paar Dinge, die man da besser essen kann. Oder was heißt besser, aber... Ja gut, Italien ist ja im Grunde, also kulinarisch am bekanntesten für wirklich Pizza und Pasta. Ja, das stimmt. Das ist einfach das kulinarische Italien. Man kann sagen, was man will. Italien ist eine ziemlich räudige Gegend. Ja? Behaupte ich einfach, ja. Das behaupte ich jetzt einfach so. Okay. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich denke eigentlich immer Italien, jo. Also, ja. Ich habe ja jetzt, also gut, ich weiß nicht, wie bist du denn meistens... Was? Hallo? Ich hier. Hallo, Juri? Ja? Ja. Habe ich hier ernsthaft das Ding so freigeschlagen gehabt oder war es das irgendwie, weil ich dachte, ich hätte da eine Tür. Egal. Da oben. Was wolltest du sagen? Wie bist ich du mich denn? Tiefer geschlagen. Wie bist du denn so gereist, meine ich? Also so eher mit dem Flugzeug oder seid ihr auch mit dem Auto gefahren, wenn dann oder so? Nee, Flugzeug immer. Aber wie gesagt, das ist halt so Familienurlaub immer gewesen. Ja, ja gut, Flugzeug, Familienurlaub ist ja eher meistens so in so Touristengebieten, ne? Ja, ja, genau. Sowas haben wir waren, ja auch meistens gemacht. Wir waren ja mehr so in den, ich sag jetzt mal, Backlands unterwegs, ja? Also da, wo das normale Volk von denen auch so lebt, ne? Ja, das finde ich auch viel interessanter. Was halt auch nochmal ein gewaltiger Unterschied ist. Eigentlich wollten wir nach Tunesien, aber Tunesien ist ausgefallen, weil, im Augenblick so ein bisschen unbeständige Situation da unten. Turm. Soll heißen, also man weiß nicht so genau, kann man da jetzt fahren oder nicht, weil da unten das so Wüstenstück halt so ein bisschen was gesperrt war und so. Okay, warum? Weil es da zu Kampfhandlungen kommen könnte. Ah. So mit Piff-Puffs und so, ne? Ja gut, dann würde ich da auch nicht unbedingt hinfahren. Und da haben wir auch gesagt, so, nee. Lieber nicht.
dann mach mal lieber was anderes. Und dann haben wir, sind wir halt nach Andalusien gefahren. Haben wir da auch so ein Tourbook halt mit so ein paar so Offroad-Strecken, die da von einem privaten Verlag, also von so ein paar Privatleuten gemacht wurde. Sind wir da die Strecken ein bisschen abgefahren. Es waren ein paar ganz gute dabei, es waren ein paar schlechte dabei. Also schlechte kann man auch nicht sagen, sondern die waren halt jetzt einfach nicht so spektakulär wie die anderen, sagen wir es so. Das, ja. ist, das, das klingt jetzt nicht so von wegen, ja, es war eigentlich scheiße. Nee, also soweit war es schön. Ja, das ist doch gut. Es geht die ganze Zeit nur um meinen Urlaub. Ich fühle mich... Naja, ich habe nicht viel gemacht, ne? Also, ich musste arbeiten, ich musste mich um den Kanal weiterhin kümmern. Und so. Das Einzige, was ich gemacht habe in meinem Urlaub, ist, alle 7 Staffeln von Dexter durchzugucken. Huch, da ist der Ballers weg. Na gut, dann bin ich eben zu lange alleine. Jetzt hört ihr nur das Geräusch dazu. Ne? Hey, Juvi ist wieder da. Ja. Ist meins gerade abgeschmiert, deins abgeschmiert, ich weiß es nicht. Ich glaube bei dir war es gerade abgeschmiert, weil bei mir läuft noch alles ohne Probleme, oder? Nee, doch nicht, ja. Bei mir war es wahrscheinlich. Ja. Jetzt hat es mich gerade vom Server geschmissen.